Gas ist unsichtbar, Gas ist unheimlich, wir sind abhängig von Gas. Wie unser Herz an Arterien hängt, so hängt Europa an den Pipelines, durch die der ungreifbare Brennstoff Milliarden Kubikmeterweise zu uns strömt. Wir sind abhängig. Und wir wissen, wir werden bald noch sehr viel mehr Gas brauchen. Wer wird uns das benötigte Gas liefern? Der russische Staatskonzern Gazprom, der einmal im Winter den Gashahn abgedreht hat? Oder binden wir uns an neue Lieferanten und finanzieren auf Jahrzehnte die Diktaturen der kaspischen Region? Oder lassen wir uns auf das Spiel der Reichen ein, auf Flüssiggas aus der tödlich glühenden Wüstenhitze des Mittleren Ostens? Oder brechen wir eigenes Gas aus tief unter Europa liegenden Gesteinsschichten heraus mit der brutalen Methode Fracking? Was wir auch tun, wir stolpern von einem Verhängnis ins andere. Es sind wenige Staaten, die auf großen Gasschätzen sitzen, und es sind wenige Konzerne, die es fördern und verkaufen. Ein paar große Spieler, die Verträge für ein Menschenalter abschließen und immerzu in Milliarden rechnen.